Wie gesagt, wir können halt maximal 4 Spieler, wenn ich das selber hoste. Ich hoffe halt, dass jetzt in naher Zukunft dann irgendwie ein Patch noch rauskommt. Es soll ja einer kommen. Also so viel weiß ich, dass einer kommen soll, der wohl auch Probleme mit dem Multiplayer wieder beheben soll. Was aber da genau kommt, das ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich hoffe, ist das fertig? Das schaut so. Nee, das ist schon fertig. Okay. Gut. Das wäre natürlich dann noch schön, wenn der Patch eben rauskommen würde. Stopp. Hier ist, steht noch was. Und das eventuell dann eben die Lags und alles behebt. Das wäre natürlich schön. Weil dann, ja. Dann könnte man auch fehlerfrei spielen. So, dich hängen wir mal hier ab. Oh ja, 25% eingefahren. Ja, das ist ja grandios. Okay, dann machen wir das anders hier. Fahren wir hier mal einen Festfahrkurs ein. Na, dritter Punkt. Dritter Punkt kommt jetzt. Gut. Den kann ich ja fast an der Tankstelle vorbeilegen, wenn der so wenig nur verdichtet. Hey, was machst du denn? Junge. Das und speichern Silo. Silo Hof verdichten und Abfahrer einstellen. Schauen wir mal, ob der das so macht. Ey, jetzt hat der 95 Liter nur noch drin. Das Ding ist schon krass. Ja, Thomas, das müssen wir schauen. Also, wie gesagt, wenn jetzt Lukas und Nico mitspielen wollen in dem Spiel, dann sind wir eh voll. Also, wie gesagt, das müssen wir halt schauen. Wie wir das Ganze handeln. Ich wollte eigentlich was anderes. Ich wollte. Wow. Dann holen wir uns mal hier. Ne? Der Zeta hängt im Verkehr fest. Da ist doch gar nichts. Och nö, ach nee. Was ist da los? Oh, shit.
funktioniert schon mal gut. Oder auch nicht. So. Gewicht. Ich muss unbedingt einen Hochdruckreiniger hier organisieren. Das ist die Maschinen schauen alle aus. Ja, ach, da ist eh noch Raps drin. Perfekt. Perfekt. Genau, fahren wir da hinten raus. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, nachdem es eben die Probleme mit dem, oder was heißt die Probleme mit dem Modder, nee, mit dem Modder habe ich kein Problem, sondern die Probleme des Modders mit dem Update auf die V2, habe ich jetzt überlegt, ob ich eventuell selber die Karte dann, ja, die Felder definiere, beziehungsweise da wirklich die LS-Standard Feldnummern eintrag, wobei das natürlich eine Heidenarbeit macht, das Ganze einzutragen. Aber eben, ja, mal schauen, ob ich das irgendwann mache. Und dann wollte ich oder würde ich wahrscheinlich auch den Händler nochmal ein bisschen, beziehungsweise die Spawnpunkte am Händler ändern. Weil die sitzen mir einfach definitiv an der falschen Stelle. Ja, der Hänger ist geil. Der gefällt mir so gut. Ich habe jetzt eben auch Stroh noch mit eingetragen. Also Stroh, Gras und irgendwas noch. Und das leider auch, das funktioniert. Also da bin ich gerade sehr froh drum, dass das alles so funktioniert. Und was ich dann im Giants Editor gesehen habe, funktioniert es wohl. Wobei, da wird man wahrscheinlich diesen Mod brauchen, wo man die Abkippseite ändert. Man kann nämlich auch durch diese kleine Öffnung da unten abkippen. Hängt der Drescher irgendwo? Ah, nee. Ja, man kann eben durch diese Luke hier auch abladen anscheinend. Ich muss mal schauen, vielleicht gibt es da auch. Nee, gibt es eigentlich nicht, gell. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht eine Taste gibt, wo man das umstellen kann. Aber die gibt es nicht. Ja, ich denke mal, mit dem Kippseite auswählen kann man dann eben auch die Ladeluke auswählen und darüber abkippen. Oh Mann, ich hätte einfach da hinten warten sollen. Jetzt fahren wir hier einmal rund ums Feld. Für das, dass der Drescher wahrscheinlich dann am Ende nicht mal voll ist. So, der Zeter fährt auch noch. Ja, super. Also das Feld ist mal nicht ohne hier. Da brauchst du mal eine Zeit, bis du rum bist. Ja, ich habe jetzt auf FS UK auch noch Ballenanhänger gefunden. Ja, genau, jetzt hat der das echt noch mal bis hier. Oh, einmal ums Feld rum. Für nichts. Ja, gibt jetzt auch einen Ballen- und Holzanhänger. Also da kann man die Aufbauten wechseln. Den möchte ich mir jetzt dann auch noch anschauen. Mal schauen, ob wir das im Stream machen oder dann. Ja, eigentlich Ballenanhänger braucht man aktuell keinen. Hallo, let's stop. Achso. Bisschen zu weit weg. So. Komm. Ja, man kann die Aufsätze wechseln, eben Ballenanhänger, dann Rungenaufbau, dass man Holzstämme transportieren kann.
und eben für Rund- und Quaderballen auch unterschiedlichen Aufbau, beziehungsweise dann eben auch ja, einen ganz normalen Aufbau, wo man Paletten oder was draufladen kann. Also ziemlich cool, die Geschichte. Und eben auch von Stuart, eben auch in dem Blau und ja, das. Der ist eigentlich genau im gleichen Style wie der Hänger. Der gefällt mir schon ziemlich gut. So, aber jetzt lassen wir den mal hier weiter seine Runden drehen. Da sollte er dann eigentlich noch auf jeden Fall eine Runde rumschaffen. So, und du stehst hier ein bisschen blöd rum. Okay. Alles klar. Ja, kann ich auch ab. Das weiß ich. Aber ich mag's nicht, beziehungsweise es hat am Anfang mal die Probleme gegeben, dass wenn du das eingestellt hattest, ist der Drescher teilweise nicht mehr weitergefahren. Also du hast abgetankt und dann ist er einfach in der Position stehen geblieben, wo du abgetankt hast. Jetzt bin ich echt nicht weit genug rausgefahren, oder? Verdammt. Nein. Ja, das ist. War mal ein Bug bei Autocombine. Ich weiß nicht, ob es jetzt bis mittlerweile behoben ist. Aber grundsätzlich mag ich es eigentlich, wenn der Drescher weiterfährt. So, was müssen wir denn tun? Wir könnten auf jeden Fall mal hier mal die Düngung starten. Das wird eh eine Mordsaufgabe hier. Die Felder alle düngen. Aber da würde ich doch glatt mal wieder Curseplay ausprobieren. In dem Fall. Wenn es nicht hinhaut, schneide ich so aus. Nee. Alles bleibt drin. Aber da könnte man echt hier mal. Das könnte man doch mal probieren. Ob es funktioniert, dass der Auffüllkurs auch. Oder der Auffüllkursfahrer. Benutzer auch rückwärts fährt. Das müsste man auch noch düngen, aber das mache ich dann wann anders. Okay, dann muss ich das mal wieder ausprobieren mit Autocombine. Wie gesagt, das habe ich damals relativ am Anfang ausprobiert und da ging es nicht sehr gut. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. So, wir machen, wir düngen und säen. Schauen wir mal, hier ist nichts drin, das war eh klar. Aktuellen Feldrandkurs. Den machen wir hier. Was haben wir denn hier? Das war 66, 67. Dann machen wir das auch. 66. Ihr müsst dafür im Feld drin stehen. Geht von außen nicht. Ihr müsst wirklich im Feld drin stehen. Dann könnt ihr euch eben den Kurs unter der Nummer, die ihr haben wollt, abspeichern. So, jetzt haben wir hier Feld 66, User. Dann machen wir natürlich wieder hier automatische Breite. Die gehen wir ein bisschen runter. Startecke machen wir im Südosten und fahren nach Westen, sagen am Startpunkt enden und sicherheitshalber machen wir zwei Vorgewende und dann sagen wir hier das. Und jetzt schauen wir uns den Kurs einfach mal an. Das schaut ziemlich gut aus hier.
Da fährt er nirgends irgendwie außerhalb vom Feld, bleibt immer drinnen. Gut, hier in dem Bereich überschneidet sich der Kurs ein bisschen, aber das kann man verkraften. Genau, dann speichern wir das unter Feld 66 düngen. Gut, genau. Und dann muss ich mir jetzt nur ungefähr merken, beziehungsweise wir machen das jetzt einfach von hier aus. Wir löschen diesen Kurs erstmal aus dem Speicher und dann sagen wir hier Kursaufzeichnung beginnen. Machen wir das Fenster hier zu und düsen hier wieder zurück zum Hof. Nö, heute ist mal nicht so viel los. Vielleicht schauen die noch alle Dschungelcamp. Keine Ahnung. Ich habe aber auch das Infovideo relativ spät hochgeladen und das war dann auch noch der Verweis aufs falsche Streaming-Portal und. Also von dem her, ja, ich meine, die Leute verpassen in dem Fall diesmal nichts, weil es im Endeffekt eben. So, das wird jetzt echt lustig hier. Shit, das machen wir anders. Pause, löschen, so. Und dann starten. Hier mal stehen bleiben. Rückwärtsfahrt. Dann fahren wir einmal hier rückwärts hin. Dann fahren wir wieder vorwärts. Hallo. Maus. Mauszeiger. Jetzt. So, dann wieder Rückwärtsfahrt. Und hier in den Düngetrigger. Dann wieder Vorwärtsfahrt. Und dann nehmen wir nämlich hier gleich noch die Tankstelle mit, nur nicht so weit einschlagen und wieder zurück zum Feld. Ja, wie gesagt, ich nehme heute auch nur bis circa 10 Uhr auf. Länger habe ich leider heute keine Zeit. So. Jetzt hoffe ich dann nur, dass das echt funktioniert. Das würde mich nämlich jetzt freuen, wenn das mal aufs erste Mal gleich hinhaut. Ich denke, mit größeren Maschinen beziehungsweise mit größerer Sämaschine in dem Fall wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. So, den machen wir mal hier und sagen Feld 66 und speichern. So. Dann, also jetzt habe ich gerade gedacht, der macht irgendwas falsch, aber er macht eigentlich alles richtig. Dann den mal löschen, gehen wir hier drauf. Dann sollte das eigentlich hier düngen. Plus diesen hier. Ja, probieren wir es mal aus. Hier mal ein Stückchen zurück und Abfahrer einstellen. So, düngen tut er schon mal. Das ist schon mal schön.
hoffe ich, dass uns der mit dem Flug nicht in den Weg kommt hier. So, du fährst auch noch hier ab. Also langsam wird's mit dem Curseplay. So, schauen wir mal, ob wir den 92%. Ach Gott, oh Gott. Ja, du stehst hier. Aber auch hier wird man es jetzt, glaube ich, dann gleich mal. Ja, abtanken tun wir noch einmal. Aber jetzt gleich. Und dann fahren wir von dem Feld aus gleich mal zum Lager einen Kurs ein, den wir dann hier ziemlich wahrscheinlich als Überladekurs für andere Felder auch noch nehmen. Nein. Ach man. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte ihn ausbremsen. Aber der lässt sich nicht ausbremsen. So, ich hoffe, dass das dann überhaupt klappt mit dem Abladen in dem Lager, weil das ja doch relativ eng ist da hinten vom Platz her. So, gut, da sind wir voll. Dann fahren wir hier mal an die längere Seite. Und fahren hier eher so in dem Bereich hier. Aber nehmen das Feld, dass wir hier beim neuen Feld dann nicht die Frucht kaputt fahren. Durch das, dass man jetzt eben die Drescher zuweisen kann, ist das eigentlich eh nicht so das Problem. Jetzt hoffe ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das schaut gut aus. Ja, durch die Drescherzuweisung ist das eh kein Problem. Den findet er in der Regel dann auch, wenn er außerhalb vom Feld steht. Was ihr gerne mal schreiben könnt, dann, wenn das Video als Video kommt nächste Woche, ob ihr denn Interesse überhaupt oder ob Interesse besteht an Tutorial für. Jetzt fahre ich zum. Nein, jetzt bin ich echt falsch gefahren. Okay, dann fahren wir die lange Runde. Ob Interesse besteht, Curseplay Tutorials. Es gibt zwar einige, die schon welche gemacht haben, aber anscheinend gibt es nach wie vor mit einigen Kurskombinationen irgendwie Probleme. Ja, wie wir es auch das letzte Mal gesehen haben im letzten Livestream auf der Green River, gab es ja doch die ein oder andere Problematik mit dem Rückwärtsabkippen. Aber ja, da wäre es einfach mal interessant, ob da irgendwie Bedarf besteht. Dann könnte ich das definitiv mal mit einplanen, beziehungsweise nicht nur mit einplanen, sondern auch dann eben ja, da insoweit ein Tutorial mal machen. Eben auch, wie gerade schon erwähnt, mit dem Rückwärtsabkippen im Fahrsilo. Ist zwar in dem Livestream gemacht worden, aber ich denke mal, das geht definitiv und nicht hier rausfahren. Geht definitiv bei der Länge von dem Video absolut unter. Was ich auch vollkommen verstehen kann. Ja, aber
einfach mal in die Kommentare schreiben, ob da Interesse besteht. Und dann kann man das definitiv mal machen. So, jetzt muss ich hier aber... Ne, Tor ist noch offen. So, jetzt wird spannend. Genügend Platz hätten wir hier. Ja, mit Frontlader ist das natürlich Käse. Da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, und Abkipppunkt wäre auch noch ganz schön. Hä? Ach nee, ist jetzt hier kein Abkipppunkt oder was? Oder habe ich ihn jetzt gerade nur übersehen? Nee. Da ist er. Okay. Gut. Also da ist definitiv ein Abkipppunkt. Das ist schon mal schön. Dann kippen wir doch hier auch mal ab. So, da. Nein. Das wird wahrscheinlich nichts. Da muss ich mir echt was überlegen hier. Ob ich da eventuell eine andere Halle hinstelle, wo es einfacher ist abzukippen. Was da eigentlich ganz schön wäre, wäre das Getreidelager von der Gamsting, beziehungsweise ist ja das von der Holzhausen. So, Düngestreuer ist leer. Was sehen wir denn hier irgendwo? So, Curseplay ist da irgendwo unterwegs. Keine Ahnung wo. Ich muss da links. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert mit dem Rückwärtsfahren und allem. Okay, das war, glaube ich, hier Käse, hier rumzufahren. Bin hier mehr am Rumkurbeln als alles andere. So, wo muss ich jetzt hin? Geradeaus durch. Also das Straßennetz ist schon krass hier auf der Map. Das muss man einfach so sagen. Aber ja, vor allem werden wir da dann ziemlich bald mal mit größeren Kapazitäten fahren müssen. Ich glaube, ich muss links rum, oder? Ja, ich muss links rum. Jetzt hoffe ich, dass die Büsche keine Kollision haben. Sehr gut. Ja, weil die Strecken halt doch ganz schön weit sind auch. Aber wir sind endlich wieder am Feld. So. Nein, wir sind am Feld. Ach. Oh Gott, okay. Dann löschen wir hier mal wieder ganz viele Punkte. Das war natürlich jetzt Käse. So, aber hier entlang. So. Was macht unser Düngestreuer? Der füllt irgendwie nicht auf. So, stopp.
Was ist das für ein Feld? Feld 64. Feld 64. Lager. Gut. Das mal. Dann Drescher abtanken. Würstelmisch. Abfahrer einstellen. So. Gut. Fahrer hinter Dresche. Das ist schon mal sehr gut. Der sollte jetzt eigentlich dann mal fertig sein hier. Ja, ist er. Gut. Dann Curseplay raus. Den mal auf die Seite stellen hier. So. Und bist jetzt nicht echt beim ersten Mal fahren schon. Gut. Der Baum ist wenigstens ohne Kollision. Du machst hier auch noch deine Runden. Du bist voll. Du findest den Rückwärtsfahrpunkt nicht, oder was?